So, und weiter geht's mit einer neuen Runde auf Mistralia. Ich komme momentan zwar nicht irgendwie allzu regelmäßig dazu aufzunehmen hier, aber ich werde es trotzdem versuchen, einfach weiterhin ab und zu mal hier und da meine Folge einfach aufzunehmen. Und ich denke, das könnte eigentlich schon irgendwie klappen. Fuck, das Sommerkalender. Ich habe den Sommerkalender komplett verschwitzt. Oh. Da war ja was, ja. Naja, gut. Ah, nein, ich brauche noch Amplis, oder? Hab ich Amplis? Scheiße, ich hab keine Amplis mehr. Nein. Okay, egal. Gehen wir gerne mal dann nach Flaris. Und ich glaube, wir könnten eigentlich eh direkt zu den Kings gehen. Wir haben jetzt aktuell... was sind die? 102 oder 103? 103, glaube ich, sind die, oder? Ne, 102. Gott, ey. Ne, Kings, glaube ich, macht einfach mehr Sinn hier. Waren wir sogar schon bei den Kings? Wow, die XP. Lol, warum bekomme ich dann so viel XP? Hä? Wait, what? Wo kommen die ganzen XP auf aber her? Hä, lol? Hä, das ist ja krank. Hä, habe ich letztens auch so schnell gelevelt? Hä, warte mal, ich habe nicht mein Ampli an und so. Warte mal, irgendwas läuft... Ah, okay, hier läuft ein XP-Event. Sorry, Mann, Stimme. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Die XP sind immer mega hoch. Also, und wie hoch die gerade einfach mal sind. Wir waren gerade bei wie viel? 94% oder sowas. Oder 95%. Das waren einfach mal 20% für ein kleines AOE ohne Amtis. What? Also, ja, wir haben hier schon ein paar Buffs und so, die ein bisschen XP bringen und alles, aber... The fuck? Also, das ist bei weitem mehr, als ich gerade mir irgendwie gedacht habe. Wir haben noch eine Ampli laufen. Oh Gott, ich hatte nicht mehr das Icon im Kopf. Okay. Lol, Astrium-App, cool. Okay. Aber trotzdem, selbst mit Ampli ist das halt schon ein bisschen krass. Ich muss bedenken, das ist aber gerade ein kleines AOE bei Mobs, die 3 Level über uns sind. Also das ist ja wirklich mal gar nichts eigentlich. Das ist heftig. Das ist echt heftig. So, was haben wir hier sonst noch alles an? Genau, die Dinge laufen. Ich glaube, die bekommt man durch Saugen, oder? Wo haben wir die gleich noch herbekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Müssen wir mal schauen. Ich bin mir sicher, auf dem anderen Charakter habe ich da noch irgendwie massig davon. Oder war es Crafting? Ah, nee, Crafting war es, glaube ich, oder? Oder? Nee, warte mal, nee. Falscher Server. Oh Gott. Naja, egal. Ich schaue nochmal. Ich schaue mal auf den anderen Charakter, da habe ich bestimmt noch ein paar. So, ich bin mal gespannt, was das AOE hier wirklich dann an XP gibt. Also wenn die anderen... Alter, wie viel Schaden sie einfach machen. Ich könnte aber auch genauso gut als 1-on-1 gehen. Das ist halt heftig. So, schau mal. 7k... Oh Gott. Heal. Oh. Gerade voll deaktiviert. 18, 21? Lol. Warum bekomme ich dann so viel XP? Hä? Ich komme gerade überhaupt nicht klar drauf. Die XP sind ja brutal. Die sind ja wirklich brutal. Ah, ich kann... Moment. So. Hä? Auto-Attack ist off. Gibt es noch ein anderes Auto-Attack oder so? Ne, irgendwas ist hier nicht richtig. The fuck? Ne, irgendwas ist ja nicht richtig. Normalerweise sollten Auto-Attacks hier ausgehen. Also Restart müssen wir dafür eigentlich nie. Also, das wäre zumindest ganz neu. Ne, das glaube ich nicht. Ne, das geht einfach nicht. Naja, okay. Dann machen wir es eben anders.
Genau. Ja, also HP und so, sie steigen aber sehr langsam leider aktuell noch immer. Wir skillen aktuell auf, wir sind auf pur, wir skillen sogar pur STR aktuell. Wir sind echt pur STR. Ja, ich trade mal das STR-Set vom anderen Charakter dann rüber. Und dann schauen wir einfach mal. Schaden, ja. Also ich muss sagen, dafür, dass ich pur STR bin, levelt sich hier wirklich ja mal, oder mache ich generell so viel Schaden. Ich meine, klar ist natürlich die Lusaka-Axt, ansonsten gut hat das STR-Risk-Concert. Das ist also das Einzige, was wirklich, glaube ich, ja gerade aktuell Schaden bringt. Also übel, was das Schaden bringt. Also es ist halt gar nicht mehr nur so irgendwie so, ja, hier ein bisschen und so, aber nee, es hat schon wirklich eine ganze Menge, was es hier uns einbringt. Bei weitem mehr, als ich mir gedacht hätte. Ich habe übrigens mir auch mal die Umfrage vom letzten Mal angeschaut, was sich ändern müsste, damit ihr wieder off, oder also was sich für euch ändern müsste, damit ihr offi spielen würdet. Ich muss echt sagen, das ist krass. Also der Großteil sagt halt so, ja, eigentlich halt nur weniger Pay to Win. Und das ist halt eigentlich echt krass. Oder halt günstigere DPs, also halt Donate-Punkte. Ich glaube 52% oder so. Ist eigentlich, also wenn man mal so bedenkt, so Offi hat wirklich so den krassesten Spielerschwund irgendwie gefühlt, den man sich vorstellen kann. Und alles, was die ändern müssten, wären halt einfach weniger Pay-to-Win zu sein. Und ich meine, das spielt da aktuell kaum noch jemand. Also angeblich vielleicht 100 Leute oder so noch im Offi, also im PC-Offi. Und alles, was die ändern müssten, halt so. Also natürlich wird das nicht unbedingt hundertprozentig dann sicher bedeuten, dass dann auf einmal 300 Spieler oder 300 Spieler mehr im Offi spielen. Aber also ich glaube, es wird halt schon trotzdem echt ein großes Movement geben, was er dann wieder, oder eine große Bewegung Richtung Offi dann wieder. Und das ist halt schon krass irgendwie. Okay, 90% haben wir momentan. Schon wieder. Wo haben wir angefangen? Bei 95 oder 95 oder 94, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube 95 waren wir. Oder? Nee, 94 waren wir. 94 waren wir. Ja, doch. Haben schon zwei Flops gesehen. Stimmt. Ja, also das Leveln geht ja echt schnell. Genau, mit dem Farmen, ja, da weiß ich es halt nicht. Also, das Farmen zieht sich halt schon echt. Also, also allein, wenn ich gerade mal so drüber nachdenke, wie oft, dass ich hier. Oder wie lang, dass ich schon die 105er Sets hier farm. Das zieht sich und zieht sich und zieht sich. Das ist halt so ein bisschen mein Kritikpunkt momentan. Also, allein halt, ich meine, man muss in den Tower gehen, um diese AOE-Sets zu farmen. By the way, droppt man irgendwie auch die 101-Sets, was vermutlich dann die Droprate der AOE-Sets wahrscheinlich wieder schmälert, aufgrund des Drop-Systems und Flive. Auf jeden Fall. Also ich glaube fast, dass ich mehr Zeit investiert habe, oder Zeit investieren werde, um die 105er Sets zu farmen, als dass ich hier den Charakter auf 105 level. Also es ist wirklich krass, wie oft, dass ich dann hier im Dungeon, im Tower stehe, dann halt eben alle zwei Channel durchfarmen, oder zwei Channel, glaube ich, gibt's, ja, und dann quasi wieder warten müssen, so. Da vergeht halt echt so viel Zeit immer wieder. Und ich meine, ich habe bestimmt schon, boah, wie oft habe ich das durchgefarmt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. 10 Mal, glaube ich, reicht gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe bisher irgendwie ein Satteil getroppt, was ich brauche. Also ein Neiderteil. Oder zwei Neiderteile. Das ist halt echt gar nicht mal so gut irgendwie. Ich meine, ich muss halt irgendwie an die Teile kommen und so. Aber ja, ich weiß nicht genau, wie ich es mache. Ich kann mir nochmal vielleicht die Shops durchschauen und so. Aber ich spiele halt einfach nicht genug, dass ich jetzt sage, so, ja, okay, ich mache jetzt einfach 30, also ich gehe jetzt 30 mal in den Tower rein.
Und vor allem die Sets dann zu sammeln. Also vor allen Dingen, weil ich halt einfach auch gar nicht so lange online bin. Oder so oft online bin, besser gesagt. Das ist natürlich alles so. Das eine Problem führt natürlich zum anderen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Axt überhaupt anziehen soll. Ich glaube halt dann die Bloody Two-Handed Axt, die macht halt eigentlich dann am meisten aus. Alle anderen davor bringen halt eigentlich gar nichts wirklich. Wieder 90%, lol. Haben wir letztens auch so schnell gelevelt eigentlich? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Wir haben jetzt innerhalb von 9-10 Minuten irgendwie so viel XP gemacht. Aber wenn die Autotexas hier nicht da wären, dann wäre es nochmal einiges schneller. Die kosten ja gerade so viel Zeit immer wieder. Weil die ganze Animation dann durchmacht. Ah, das ist echt ein bisschen nervig. Das ist schon nicht so halt gefixt werden. Und wie schon mal jemand vorgeschlagen hat, so ein Summon-Skill. Aber natürlich muss man auch dazu sagen, diese Summon-Skills sind halt alle immer overpowered. Die sind nie balanced irgendwie. Naja, das hat die Problematik aktuell in der Sache. So, aber man muss auch dazu sagen, mittlerweile kriegen wir mehr HP. Jetzt haben wir 25k HP. Vorher waren es 24k, davor waren es 23,74? Keine Ahnung, irgendwas mit irgendeiner Kommazahl dahinter. Ich glaube, wir reichen jetzt gerade irgendwie echt zu knapp 1000 HP pro Level ab oder so. Ich habe mich lange darüber beschwert, dass die HP so schlecht skalieren irgendwie beim Knight aktuell. Aber das schaut jetzt aktuell ein bisschen besser aus. Viel besser sogar. So, 21%. Alter, die EXP. Also ich kann mir echt nicht helfen, aber irgendwie, die haben noch die EXP erhöht, oder? Oder bin ich jetzt gerade so, habe ich gerade so falsch in Erinnerung? Aber wir haben noch nicht so schnell gelevelt, oder? Also ich meine, wir haben schon schnell gelevelt. Wir haben schon wirklich ein bisschen gut vorangekommen. Aber auf dem Level, das würde bedeuten, wir hätten ja vorher fast ein Level up pro AOE bekommen müssen. Aber das war nicht der Fall, oder? Na, eigentlich ja nicht. Eigentlich nicht. Und wir machen es halt auch gar nicht mal so groß. Also wir haben halt natürlich jetzt einigermaßen große und gute AOEs. Aber das sind halt nicht so gigantisch, dass wir jetzt halt so viel XP kriegen würden. Oder dass man halt denken würde, man wird so viel XP davon bekommen. Ich meine, Vote Buff ist auch down aktuell, weil ich halt irgendwie wieder vergesse zu voten. Oder weil so einzelne Tage dabei sind, wo ich halt wieder nicht vote. Naja, interessant. Ich weiß gar nicht, droppen wir eigentlich Set-Teile? Ich glaube nicht, oder? Nee, droppen gar keine Set-Teile mehr. Oh. Ja gut, ich meine, vielleicht haben die auch irgendwie die Rates erhöht oder so. Weiß ich ja nicht. Ich werde auf alle Fälle auch nochmal im Tower dann nachschauen. Ob da vielleicht einfach mehr droppt oder so. Also im letzten Mal, als ich gefarmt habe, da war es wirklich echt miserabel. Also ich habe halt, ich weiß nicht. Ich meine natürlich, klar, muss man bedenken, so, ich lebe halt, also Zeit ist halt für mich eine andere als für die meisten durchschnittlichen Fleischspieler. Das heißt, die meisten Fleischspieler, wenn die halt irgendwie 3 Stunden lang 105 Sets farmen und so, für die ist halt wahrscheinlich okay. Für die ist halt vollkommen okay. Bei mir ist halt so, okay, ich bin jetzt eine halbe Stunde online und derzeit kann ich halt 2x Tower farmen. Ich muss ja vielleicht 30 mal Tower farmen, das heißt, ich muss sie irgendwie auf 15 Tage verteilen oder so. Und ich bin natürlich auch nicht jetzt jeden Tag online. Das ist halt natürlich immer so ein bisschen das Problem. Aber es liegt halt nicht am Server, es liegt halt an mir. Es liegt halt einfach daran, ja, es ist einfach ein anderer Lifestyle gewissermaßen. Und ja, naja.
So ist das eben. Das waren jetzt 500 HP für ein Level Up. Ich glaube, ich habe vorher einfach irgendein Level Up vergessen, deswegen dachte ich mir, es waren 1000 HP. Aber trotzdem, die HP sind. Die steigen ganz okay. Also, ich glaube, wir brauchen irgendwie 100k HP für den Dungeon auf 120. Also, ich glaube, das wird zwar jetzt nicht wirklich einfach. Aber. Ja, doch, es. Also. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie man. Also, ob man Krill Deal und so weiter rankommt. Also, ich sehe uns also bei 70k HP vielleicht. Vielleicht, wenn wir viel Geld haben und upen können und erwecken können und so. Also, wenn wir gut was erwecken können, sagen wir so, dann sehe ich uns vielleicht so bei 85k HP, glaube ich. Und mit Eden natürlich dann schon 100k. Aber wie gesagt, das ist natürlich jetzt gerade absolute. Also, es sind nur Spekulationen. 100% Spekulationen einfach. Kann so sein, kann so sein, keine Ahnung. Ach, wisst ihr was? Wir farben gleich noch schnell onscreen dann einfach die 105 Sets. Geht ja eh sau schnell. Ich würde sagen, wir locken einfach mal direkt hier um. Kurz ein Leech auslocken. So, da einlocken. Ah, ich habe gerade den Collector in der Hand. Interessant. So, nein. Okay. Was haben wir genau? Wir haben den Knuckle benutzt und das Schild. Nein, nicht das Schild. Das Schild? War das das Schild? Nee, das war ein anderes Schild, oder? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Was haben wir unten alles? Ah ja, stimmt. Food war ja ganz teuer und so. Genau, da war ja was. Starten wir einfach mal B4. Da droppt nämlich auch schon eine Set-Halle. Wenn man immer jeweils 2 Gigs pro Ding. Genau. Kurz hier irgendwie voll healen. Oh, das Livestream ist so geil. Oh, fuck, die Buffs sind aus. Problematisch. Ja, ich muss mit dem Trinkmaster drunter. Also nach Flaris. 145k Krits. Boah, schon krass. Kann ich irgendwas aktivieren vielleicht? Power-Ups oder so? Das Ding, genau. Ja, ein Teil halt. Haben wir aktuell noch irgendwas an, was ihr uns was bringt? Ah ja, Power of Love, genau. Blessing of Love, All Stats. Guild Buff Level 100. Ist hier noch aktiv, die Gilde? Wow, lol, die Gilde ist noch sau aktiv. What the fuck? Und alle aktiv. Oha, das ist krass. Das hat hier, glaube ich, ein. Genau, das ist zum Beispiel wieder ein 1-on-1-Set. Was eigentlich, glaube ich, gar nicht droppen sollte. Es sollte eigentlich nur bei den Gigs in Caldera und so droppen. Das verstehe ich nicht, ob das ein Bug ist oder ob das halt irgendwie. Weiß ich nicht. Ja, die Draufrate ist halt noch immer irgendwie. Die ist nicht gut. Die ist halt echt nicht gut, leider. Das Ding ist halt, die Gigs, die respawnen halt auch nicht so schnell, also. Ich habe jetzt aktuell. Wo haben wir denn hier unsere. Das ist Gratos-Schild, das suche ich gerade. Wo haben wir denn? Okay, wie man so Roadie-Set. Hä, ich habe doch schon die Teile für den. Ich hatte schon angefangen. The fuck? Habe ich doch keine?
Habe ich doch nicht die Stadtteile? Shit. Habe ich noch kein einziges Stadtteil davon? Hey, ich habe doch schon Stadtteile gefarmt, ich bin nicht blöd. Wo sind die Stadtteile hin? Oh nee. Shit. Das ist ein Problem. Ein Ballistheim. So, gehen wir mal schnell durchbuffen. Was habe ich da für einen komischen Buff? Okay. Wo habe ich die Teile? Was gibt's denn nicht? Ich habe nur Roadie-Teile. Ballistheim. Legendary. Haben wir den gerade gedroppt? Haben wir gerade einen Legendary Ballistheim gedroppt? Holy shit. Also die Richtung ist ja richtig, aber. Gerade nicht das, was ich eigentlich wollte. Das Ding ist halt, wir haben jetzt 3 Gigs gekillt. Okay, warten wir noch kurz auf den ab, dann können wir besser rechnen. Okay, also 4 Gigs, 3 Teile. Was eigentlich sogar okay ist. Problem ist halt nur, es gibt halt 8 Klassen mit jeweils 4 Set-Teilen. Macht halt 32. Ja, also gut, ich meine, wenn wir hier die Rate behalten und es nicht übermäßig viel Pech haben, dann könnte das eigentlich sogar klappen. Also dann könnte zumindest so ein bisschen ein Plan halt eben aufgehen. Der Ringmaster, der Treubuff, der ist nur hier, wenn ich auf dem gleichen Channel bin. Nein. Okay, wieder ein Teil. Also ein Teil ist ja okay eigentlich immer. Das Problem ist halt, oder es wird halt nur problematisch, wenn man halt so gar nichts truppen. Ah, oh, lol. Fuck, nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Also ich wollte schon, aber dann ist mir im gleichen Moment eingefallen, so fuck, ich will es doch nicht. Okay, Spell hat zum Glück unendlich viel Leben. Muss kurz mal rein zum Rebuffen. Fuck, da habe ich gerade überhaupt nicht dran gedacht. Komplett verpeilt. Achso, F9 haben wir noch vergessen. Okay. Ich glaube, irgendwas fehlt, oder? Fuck, irgendwas fehlt schon wieder. Na egal. Okay, 32 KP, was das Schild in HP bringt, ist einfach brutal. Klar, 20 All-Stats, 5% HP und 800 HP nochmal zusätzlich. Das ist halt echt extrem. Genau, hat euch gebautet. Dass ich hier nichts für einen Charakter habe, regt mich gerade mir auf. Also ich könnte halt echt schwören. Ha. Ich könnte echt schwören, ich habe die Teile gehabt. Na gut. Da droppen sau viel Geld irgendwie. Die Geldtrops sind super. Das waren jetzt ein oder zweimal, glaube ich, ohne Drops, oder? Nee, haben wir was gedroppt? Nee, da haben wir vorher, glaube ich, schon gehabt. Das Metall ist gerade nicht sortiert und gerade so viel an und ausgezogen. Wahrscheinlich sind die Teile gerade kreuz und quer verteilt. Naja.
Aber ich glaube, ich sehe aktuell so ein bisschen die Problematik. Also, klar, muss man mal sagen. Ich meine, wir sind natürlich jetzt gerade kein Benchmark hier und so. Aber Titan, glaube ich, ist auch wieder 1-on-1, oder? Ja, genau. Das andere ist ein AOE-Satteil. Also, wenn sich das halt so auf 10 Runs begrenzt, ist halt okay irgendwie. Aber irgendwie. Also, ich habe schon so oft gefarmt und ich habe, glaube ich, wirklich nur ein oder zwei Teile gehabt. Ich kann mal schnell umlocken. Und nochmal beim. Ah, nee, ich hätte die Teile gesehen eigentlich, oder? Ich bin total ein bisschen blind. Aber die Teile hat man trotzdem gesehen irgendwie. Nee, hier ist nichts. Und der B. Nee, auch nichts. Und nichts gedroppt. Okay, naja. Ich versuche mal ein bisschen offscreen zu farmen. Und genau. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.